So, da sind wir wieder. Wow, kleiner Mega-Ruckler. Ja, dieser Anruf war eigentlich ein guter Punkt, um die Aufnahme zu beenden von gestern. Ah, meine Maus ist auch empfindlich. Das will ich ja nicht. So, wie. Bin ich hier damals nicht rein? Ja. Ach, dann muss ich den jetzt mitnehmen, ja? Zeig mir den Weg. Ach, da geht's lang. Nein! Lol. Kann ich von hier nicht einfach eine Schnellreise machen? So, ich würde gerne nochmal Gorn ausfindig machen. Der war hier an der Klageklippe. Das geht sogar von hier, das ist gut. Ach, Gorn ausfindig machen. Ich nenne Ronhold. Mal gucken, was der kleine Bastard so drauf hat. Nicht wundern, dass ich jetzt immer anvisiere. Ich bin's aus anderen Spielen halt gewohnt, dass man da sprintet. Vielleicht Darksiders jetzt eigentlich 2, 3 Tage noch nicht gespielt habe. Und zwischendurch halt solche Spiele. So wie Metro oder. Bin ich's halt gewohnt, oder bin ich halt die ganze Zeit am Sprinten. Ich hoffe, das stört euch nicht. So, das war letztens eigentlich ziemlich doof von mir, zu denken, dass wir da wirklich den Leerläufer brauchen. Auf jeden Fall können wir hier nochmal hin, wenn wir den Leerläufer haben. Hier gibt es bestimmt noch was Interessantes zu entdecken. Das habe ich aber nicht gesehen. So. Denn der Schlüssel für die Tür befindet sich. Ist genau die Kiste, die da aufgezeichnet ist auf der Karte. Hoffentlich reicht das, hoffentlich reicht das. Nein, es hat nicht gereicht. Und weil Tod jetzt zu blöd ist, muss ich jetzt auch noch. Alter. Ich mache meine Maus ganz unempfindlich gleich, wenn das so weitergeht. So, scheiß auf Leerläufe. Wir wollen hier lang. Dass ich auf die Idee selber nicht gekommen bin, das ärgert mich natürlich. Kann auch damit zusammenliegen, dass es schon spät am Abend war. Zack, da haben wir den Skelettschlüssel. Den wir ja auch brauchen, um durch diese Tür da zu kommen. Und jetzt kommen wir hier auch wieder raus. Und wo sind wir hier? Natürlich sind wir gleich über dieser Tür. Wuhu! So, öffnen. Und wo ich das gesehen habe, war auf dem lieben, auf dem lieben PietSmiet-Kanal, so kann man es ja sagen. Da sehe ich mir nämlich zwischendurch mal, wenn ich Zeit habe, irgendwie Darksiders von Jay an oder so. Und der war ja schon recht früh am Anfang bei Ronhold. Ja. Alter, das Vieh kann ja gar nichts mehr. Früher hatte ich Angst davor. Ja, einmal durch die Kisten durch. Die Truhe geholt. Ich kann nicht.
So, jetzt kannst du. Zack. Ich werde jetzt hier nicht alles kaputt machen. Wuhu. Runter hier. Ach, da geht's dann nach draußen. Da könnten wir nachher auch versuchen, um zu kommen. Hier ist noch eine Seite aus dem Buch der Toten. Kann ich immer gebrauchen. Wir haben schon drei. Ich habe auch gelesen, in jeder Welt gibt es ein Portal, wofür man diesen Schlüssel braucht. So, und jetzt. Wer kommt darauf, dass man hier negativ tauchen kann? Guckt euch das an. Wie tief das hier runter geht. Und dann ist hier eine kleine Einbuchtung. Ja? Wer soll darauf kommen, liebe Entwickler? Das kann man wirklich nur durch Zufall finden. Meiner Meinung nach. Denn ich wäre da nicht so weit runtergetaucht. Oder vielleicht doch, aber ich hätte es nicht gesehen, dass da noch eine Einbuchtung ist. So, und hier erscheint dann der liebe Ronhold. Dort ist er und ich muss sagen, er hat keine Ähnlichkeit mit der Quälerin oder mit dem anderen Endgegner aus dem ersten Teil. So wie Achidna und wer war der andere? Weit hier. Die haben ja wiederum Ähnlichkeit mit Endgegnern aus dem ersten Teil. Aber ich mache den schon mal ein bisschen mehr Damage als Jay in seinem LP. Der war da ja auch Stufe 5. Und welche Stufe bin ich? Alter, der hat mich aus meiner Reaper-Form rausgeholt, die Sau. Alter, der macht mir fast gar kein Damage. Keine Sequenz, wie ich den Geil umbringe. Deswegen jag ich die Viecher doch. Ich will die geilen Sequenzen sehen. So, und was ich auch gerne benutzen möchte, ist dann der Ronhold Hammer. Das hier war von Bytears, genau. Die werde ich natürlich auch nicht verkaufen, die Dinge. Haben wir noch was Schickes? Nö. Kritischer Magieschaden und Kraft. Legen wir mal diese an. So, und dann können wir uns auch zurückbegeben zu... Wo sind sie? Hier. Nein, scheiße. Hier würde ich gerne nochmal hin. Alter, mit der Maus ist es nicht einfach, so. Können wir der Tante Bescheid geben, dass wir ihren Sohn getötet haben. Und wir können Tarn Bescheid geben, dass Ronhold tot ist. Dann fehlt uns hier nur noch dieser Schmiedehammer da, in dieser zerstörten Schmiede oder verlassenen Schmiede. Also ganz ehrlich, ich habe keinen Bock danach einen Weg zu suchen. Vielleicht gucken wir dazu auch nochmal irgendwann was an. Aber sonst haben wir jetzt alles in den Schmiedelanden. Naja, außer diesen Typen zusammenzusetzen und die Steine zum Fressen da für den einen, haben wir alles geschafft. Hoffe ich doch mal. Was war die größere Sünde? Ein Monster zu erschaffen? Oder dich zu schicken, um es zu töten? Wie auch immer, es ist beendet. Dann hat Gorns Albtraum endlich ein Ende gefunden. Ich kann noch den Funken des Lebens in ihm brennen sehen. Er verwandelt ihn zu Asche. Möge der Stein uns vergeben, Reiter. Mir selbst kann ich nicht vergeben. Was alt war, ist wieder neu. Ah, ich verkaufe jetzt. Nein, habe ich jetzt die Supersense verkauft? Leck mich doch. Ich werde es verwenden, so gut es geht. Ach, Rittners Fänge werden nicht verkauft. Die Glyphe behalte ich auch mal.
Ich werde dies dem Wald anbieten. Den behalte ich mal. Vielen Dank. Also ich behalte jetzt mal das starke Zeug, was ich vorher anhatte. Ich trotzdem. Werde dies dem Wald... Aber die starke Sense habe ich natürlich verkauft. Unabsichtlich. Guck mal, die sind besser als unsere kritische Schadenkraft. Naja, wir müssen ja nicht immer das gleiche tragen. So. Während du erntest, werde ich sehen. Ah, das sieht hier aber auch aus, nachdem der Wächter hier durchgelaufen ist. Fähigkeitenpunkte erhalten. Yeah. Welche Stufe bin ich eigentlich? So, was erhöhen wir denn dieses Mal? Dieses Mal, was ist das? Immer wenn ein Feind durch eine... Dauer von Todeswege. 3 Sekunden. Was ist das eigentlich? Todesgestalt zerreißen in den Arsch. Gut. Jetzt gehen wir nochmal zu Tarn. Der Tain, wie er heißt. Dem Bruder von Ultan. Aus dem ersten Teil. Ronhold ist dahingeschieden. Dann haben wir einen unserer größten Verbündeten verloren. Und? Wen wirst du als nächstes töten? Ach, du hast ja nichts mehr für dich. So, dann kehren wir jetzt mal zum Baum zurück. So, und werden uns, glaube ich, mal im Reich der Toten ein bisschen austoben noch. Was führt zum Reich der Toten? Ja, das führt zum Reich der Toten. Denn so viel haben wir ja nicht mehr zu tun. Ich habe mal so die Kapitelübersicht angesehen und nach dem Ödland kommt nur noch die Erde und ich glaube noch irgendwas Kurzes halt dann noch. So. Jetzt die Karte. Finde den abgesetzten König. Genau. Was ist das, die verlorene Seele? Kehre zu Nassaniel zurück. Ja, das machen wir auch. Die Beute des Kanzlers, des Labyrinth des Seelenenkels. Buch der Toten. Jo, sind wir bei. Gut, ich bin dafür, wir machen jetzt erstmal den hier. Und wo ist der? Ach da, Höhle. Na, nun. Alter. Wollen wir mal dorthin reisen? Klamm des Leviathans? Ist das jetzt die Höhle des abgesetzten Königs, oder... Entferne ich mich davon jetzt wieder. Nee, Höhle des abgesetzten Königs. Jetzt sind wir da. War ich hier nicht schon mal? LOL. Das ist also der Hammer aus Ronholds Herz. Nice. Irgendwie verstehe ich noch nicht, warum Tod ab und zu mal so einen hässlichen Sprung macht und dann macht er wieder einen vernünftigen Sprung. So, dann holen wir mal unsere
Griffel hier raus. Was haben wir da? Heilige Schriftrolle des... Folge diesen Koordinaten. S-O. Ja, ich verstehe das mit den Koordinaten noch nicht. Aber anscheinend brauchen wir die für das Labyrinth des Seelenenkel. Lenkes? So. Hä, bin ich jetzt wieder oben? Lol. Nein! Oh. Oh. Das Schlimme ist, da müssen wir nochmal zum Schmiedelanden zurück und Tarn Bescheid sagen, dass der verrückte König auch tot ist. Dann wird er uns endlich als den richtigen Sensenmann anerkennen. Hoffe ich doch mal. So, was haben wir hier? Einen schicken Hammer. Wow, Hammer des Frosts. Stufe 80. Da brauche ich einen Schlüssel. Marschieren wir mal hier weiter. Schnauze, du komische Scheißskelett. So. Lol, ich bin noch gesprungen. Alter. Also manchmal muss ich das nicht verstehen. So, schön und gut. Jetzt sind wir hier. Aber was soll ich jetzt hier, ganz ehrlich? Hier ist nichts mehr. Versperrt. Das bin ich, die Geräusche. Das funktioniert nicht. Lol, was ist denn? Oh, ich eine Schattenmaske? Das ist ja scheiße. Also gibt's hier auch ein Schattenreich. Dann können wir hier wohl noch nichts machen, würde ich sagen. Hey, da ist noch was. So. Na gut, dann würde ich sagen, wir machen mit der Hauptstory weiter. Zurück zum Baum. Gehen wir erstmal zu Nathaniel und geben ihm die Schriftrolle. AC Verzweiflung rufen oder wegschicken. Wo bringt dann eigentlich diese Tür hin? Eine Tür im Baum. So, jetzt ab zum Reich der Engel. Aber das, meine lieben Freunde, sehen wir dann in der nächsten Folge, die ich jetzt noch aufnehmen werde. Und dann ist wieder Schluss, auch wenn es mitten am Tag ist. Aber ich kann ja nicht 5 Stunden lang hier Darksiders spielen. Nee, nee. So geht das nicht.
Achso, ich muss ja auch die Aufgabe wieder. Finde Ahorn. So. Da ist Nathaniel wahrscheinlich auch. Den können wir gleich nochmal ansprechen wegen der Schriftrolle. Und dann ist diese Folge beendet. Oder wisst ihr was? Ich spreche ihn in der nächsten Folge an. Und bis dahin, Leute, haut rein.